Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Outlaws, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt durch Ubisoft. Wir gehen hier runter, ich darf nicht schnell reisen. Darf ich jetzt schnell reisen? Ja, wunderbar. Das heißt, wir wollen einmal hier zu den Hutten. Und Haare hängen mir heute irgendwie lustig ins Gesicht. Na los, das geht schneller. Also einmal der Straße hier folgen. Upsi. Den hätte ich schon wieder nicht gesehen. Lustig. Ich werde fast mal auf dich. Da, irgendwo hier muss so ein Banditenschatz sein. Nehmen wir den hier. Wie wär's mit einer Spritztour? Schaut so cool aus hier mit dem Blümchen auch. Gar nichts getan. Los, jetzt! Vielleicht können wir Freunde bleiben. Wir sitzen fest. Oh Mann! Und jetzt hassen mich die Hutten. So. So, jetzt dann mal mich endlich hier umgucken. Hier ist ein Schatz und die Karte. Siehst du was? So, wunderbar. War es das, oder? Bist du bereit? Dann einmal weiter. Zum Hundensammelpunkt. Hoffentlich ist die Bezahlung das wert. Wie? Was hast du gefunden, ja, Max? Die arbeitet für uns. Habe ich Daten für dich, um... Hakusa uba kula jay. Nicht. Dosaka tatiri im. Ist da was? Es wird immer schwieriger, gute Arbeit zu finden. Chubatika fatunenfu unalodes. Wenn das mal gut geht. Wir sind fest, genau.
nicht aus. Oh. Aber jetzt euer scheiß Zeug hier klauen. Sieh dir das an. Halt dich fest, Nix. Hier ist die Huttenwilderer-Station. Dann fahren wir erstmal hier nach rechts rüber. Ne, warte mal, eigentlich nicht. Grunge hat verdient, zu Wasser lief. Ja. Soweit, so gut erstmal. Mal schauen, auch hier gibt es bestimmt wieder zugangsbeschränkte Bereiche, hoffentlich. Verkacke ich da dieses Mal weniger. Sonst war es das nämlich direkt mit meinem guten Ruf. Wahrscheinlich versteckt irgendwo rein. Komm, Nix. So leise wie ein Flüstern. Als diese imperialen Basen immer. Sieht nach Hutten aus. Ganze Schar Gegner voraus. Tinta Water! Yatoka! Chuba Water Otto! Chutuba Anja! Jochi Water Tonga! Uba da Noa Venta Tubola! Gifind Hopper! Ich rufe jetzt Alarm, da kann ich aber irgendwie gar nichts sehen. Chikipuna Baku! Otomiha! Oh, oh! Chika Water!
Schalten wir den Alarm ab. Na schön. Da immer leise herumschleichen. Hey, wir bräuchten ja eine Schlüsselkarte, die gut, haben wir nicht. Dann los. Ist hier jemand? Halt das, ganz leise. Da, wunderbar. Krass. Haben wir den Diebesgürtel? Das ist eh das Outfit, das wir gerade haben, oder? Den hatte ich doch schon. Das ist gut. Gut. Doch direkt mal weiter. Dann los.
Ist jemand in der Nähe? Das hat funktioniert, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Geht klar. Auch hier habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss noch mal rein, eigentlich. Nicht schlecht. Ach, hier komme ich auch nur zurück. Hey, schleich mal rüber und hol das. Gut, haben wir hier noch irgendwas, oder nicht? Nee, wir haben okay, die. Nix. Jag das hoch. Okay. Hier ist gar kein zugangsbeschränkter Bereich mehr. Tuhen, wo könntet ihr sein? Und oben nur eine gefunden haben. Wo geht's hier hin? Na du? Zu einer Truhe. Na dann hören wir mal. Hat geklappt. Perfekt für meinen Schlitten. Mir geht's gut, ehrlich. Na, Kumpel, was gewittert? Achuta. Hakute. So, hier kann man noch klettern. Könnte halt wieder überall sein, das ist so nervig. Da, hier also auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir reingekommen sind.
Der war eigentlich auch nicht so ultra weit weg gewesen sein. Und wir fahren hier hoch, kann das sein? Ein dober Day, ein dober Krieger. Jeez, to burn a man on collar. Okay. Wow. Könnte denn hier die letzte Truhe sein? Weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in dem Zugangsbeschränktbereich wirklich nur eine Kiste ist von drei. Man, eventuell bringt mich auch erst noch eine Mission hier rein, das kann schon sein. Das könnte zu hoch sein. Eine Runde laufe ich noch und dann schauen wir weiter. Ja, ne, nichts gefunden. Auch keinen Bock mehr da nochmal zu suchen. Dann machen wir hier das Fragezeichen. Bist du die Druidenschmiedin? Ah, du bist sicher eine wagemutige Freiwillige, die ihre Zeit und ihren Blaster der Wissenschaft opfern möchte. Vielleicht. Worum geht es denn? Ich soll für dich Droiden bekämpfen? Ja. Sid braucht einen Feldtest. Ich benötige Echtzeitdaten von seiner Leistung in Gefechtsszenarien, damit ich ihn weiter verfeinern kann. Sid? Selbst integrierte Defensiveinheit. Sid. Okay. Kleine Warnung. Ich werde mich nicht zurückhalten. Und Sid wird es auch nicht. Außer du willst eine niedrigere Schwierigkeitsstufe. Ich kann den Test in drei Stufen laufen lassen. Was meinst du? Nehmen wir die Standardeinstellung. Mal sehen, was dein Droide für normal hält. Gute Wahl. Machen wir das Standardisierung mal. Ist gute Wissenschaft. Ach, nix, die sehen mich. Ups, stand er nicht auf. Betäuben? Gut geschossen. Und haufenweise. Ich gebe zu, zum Droiden hochjagen ermutigt zu werden, statt dafür in Schwierigkeiten zu geraten, das hat schon was. Das war perfekt. Genau die Daten, die ich brauchte, um die Zielgenauigkeit und Reaktionszeit von Sid zu verbessern. Ich habe hier noch ein Feld für Notizen. Wie ist deine Meinung zu Sids Leistung? Keine Ahnung, war ziemlich kacki. Nicht schlecht. Er kann auf jeden Fall schießen. Solange sich das Ziel nicht bewegt. Ah, wir müssen am Bewegungsradius arbeiten. Ja, danke.
Das hat meinen Ruf schon gesteigert. Hätte ich den doch auf schwer stellen sollen. Aber nochmal darf ich nicht, okay. Ich dachte, ich darf bestimmt einfach trotzdem nochmal. Genug gelaufen, Nix? Wehe, die zahlen mir dieses Jahr keinen Bonus aus. Riechst du was, Nix? Mickey Foundo. Akkumulierter. Ist hier jemand? Noria. Die fangen hoffentlich nicht ohne mich an zu bechern. Lass uns das hochjagen. Was soll das denn sein? Vergesst es. Oh, dann machen wir mal ein bisschen Krach. So, alles für die Kiste. Einfach. Jawohl. Wow. Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Da holen wir uns das Ding mal her. Aber das war's eh schon mit dem Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.